Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ja, heute geht es um das Thema Kräutermagie. So ein bisschen allgemein. Was braucht man, wenn man jetzt direkt Kräutermagie praktiziert? Also vielleicht dementsprechend auch eine Kräuterhexe ist. Das ist ja dann so der Hauptpunkt. Der Kern, Kernthema einer Kräuterhexe. Zu anderen braucht man natürlich den Mörser, man braucht verschiedene Gläschen, Öle, die Kräuter, Tütchen, Löffelchen, das Messer, ein Schneidebrett. Natürlich ein Kräuterbuch, kann man auch Kräuterbuch der Schatten bezeichnen. Ich für mich habe gedacht, ich lege mir jetzt speziell ein Buch an mit den Kräutern, mit denen ich natürlich vorzugsweise auch arbeite. Kräuter am besten hauptsächlich mit getrockneten Kräutern arbeiten. Denn diese werden nicht schlecht oder schimmelig. Es kommt halt drauf an, was man macht. Wenn man jetzt zum Beispiel, man kann auch Öle herstellen mit frischen Kräutern. Die bleiben dann auch in dem Öl drin. Das gleiche kann man natürlich auch mit getrockneten Kräutern machen. Man kann ungefähr sagen, eine Handvoll frische Kräuter und zwei Hände getrocknete Kräuter beziehungsweise ein Löffel frische Kräuter, ein Löffel getrocknete Kräuter. Ich hoffe, ihr wisst, woraus ich hinaus will, dass man einfach bei den getrockneten Kräutern von der Menge her, weil das schrumpelt ja auch ein, einfach immer das Doppelte benötigt wie von den frischen Kräutern. Genau. Die Kräuter kann man, wenn sie gut getrocknet sind, theoretisch überall aufbewahren. Natürlich in Gläschen, in Tütchen. Da würde ich aber auch dann einfach immer schauen, wie ist es so mit dem Geld und mit der Umwelt. Gerade auch die Thematik Plastik ist ja, ja wichtig, wenn ich jetzt dieses Tütchen 5 Jahre lang verwende. Es ist kein Ding, ein Plastiktütchen zu verwenden. Wenn ich das aber jetzt einen Monat nur verwende und dann wegwerfe, dann eher nicht. Aber es sieht sowieso immer schöner aus, wenn es in schönen Gläschen mit Korkendeckel ist. Und. Ja, wie gesagt, bei den frischen Kräutern einfach aufpassen, die können schimmeln. Die kann man so auf diese Weise nicht aufheben. Und sie müssen auch immer ganz gut getrocknet sein. Zum Trocknen kann man die zu einem Bündel zusammenbinden und dann kopfüber irgendwo hinhängen. Sieht dann auch ganz schön aus. Und dann trocknen die vor sich hin. Wichtig ist eben halt teilweise auch, so habe ich es immer gemacht, gerade wenn ich Brennnesseln gesammelt habe, die Blätter großzügig verteilt, damit die auch rundherum wirklich gut trocknen. Ne? Das ist wichtig. Man sieht es ja dann, je nachdem, was man hier jetzt trocknet, ob man jetzt ein Bündel trocknet oder einzelne Blätter, dauert das ja bis zu einer Woche, wenn man jetzt einzelne Blätter hat und wenn das ein bisschen was Dickeres ist, gerade auch irgendwelche Stängel, die dabei sind, bis zu 2 Wochen. Man kann fühlen, man kann sehen und dann weiß man, wie lange das noch ja, benötigt. Wenn man jetzt Wurzeln magisch verwenden möchte, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Ingwer, dann empfehle ich einfach vorher zu schneiden und dann zu trocknen, weil hinterher, das ist, Ingwer ist ein bisschen auch so faserig, das heißt, es wird dann später so fest
und teilweise auch irgendwie so ein bisschen gummiartig. Also ich habe das auch schon getestet und dann kann man das nicht mehr allzu gut schneiden, egal um welche Wurzeln das jetzt geht. Vorher in Portionen schneiden und dann trocknen lassen. Das tut der Magie keinen Abbruch und nichts. Ja, es ist einfach nur, um das besser dann machen zu können. Ja, wenn man Hexenpilferchen hat, kann man die natürlich auch in Gläsern lagern oder auch in Phiolen. Ich habe ja hier da so meine Reagenzgläserchen für Kräuter. Die habt ihr ja auch schon in Videos gesehen, wo ich da so die Kräuter drin habe. Verteilt sich halt je nachdem, wie viel Platz man hat. Wenn ich jetzt ein Kraut habe, wo jetzt die Menge nicht so groß ist, passt es gut in eine kleine rein. Wenn ich mehr habe, kommt das in die große. So passiert die Aufteilung dann schon automatisch. Pülverchen in Tütchen aufheben. Klar, geht natürlich auch, aber ich finde es halt immer doof. Meist bleibt immer in den Ecken was hängen. Bei Pulvern, das finde ich einfach nicht so toll. Und dann, verbraucht man da Materialien, die man das wegwirft. Also, das hatte ich auch beim Drachenblut. Da habe ich wirklich geguckt, dass ich das Ganze aus den Ecken noch rauskriege, weil das wirklich unheimlich teuer ist. Also. Ja, was notiere ich jetzt in meinem Kräuterbuch der Schatten? Also, ich habe mir da überlegt, was kann man denn so machen? Was ist vor allem für mich wichtig? Was brauche ich denn auch überhaupt? Also, ich möchte gerne den lateinischen Namen der Pflanze lernen mit dem deutschen Namen, gängigen Namen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Dann natürlich auch die Zeichnung der Pflanze. Wann sie wächst, wann sie geerntet werden kann, je nachdem, wann auch Blütezeit ist, wenn ich auch Blüten verwenden möchte, dann wichtig, ob sie toxisch ist oder nicht. Ich habe mir gedacht, ich will von vornherein nie mit toxischen Pflanzen arbeiten, von daher kommen die mir auch nicht ins Haus. Ja, und einfach auch Erfahrungen mit der Pflanze, wogegen sie wirkt, magische Eigenschaften, einfach auch vielleicht Eigenschaften so als Tee, also wenn man jetzt Bauchschmerzen hat oder so. Ich bevorzuge jetzt einfach bei dieser Arbeit nur die magische Bedeutung und ja. Bei dem Ganzen ist es einfach wirklich auch ein Probieren. Ja, Probieren geht über Studieren. Einfach schauen. Es gibt ja diverse Vorlagen, ja, auch in meinem Buch Magische Korrespondenzentabelle. Das hat diese magische Bedeutung, das diese. Aber es kann ja auch mal sein, dass das bei einem, das eine Kraut für das besser wirkt, wo jetzt gar nicht in der Tabelle drin vorkam. Und das andere eben halt nicht, zum Beispiel. Also da kann man jede Menge machen. Man kann sich auch einfach selbst zeichnerisch wirklich direkt damit beschäftigen, um zu sehen, so ist die Struktur des Blattes. Daran erkenne ich dann auch die Pflanze. Also jetzt nicht an der Struktur des Blattes, sondern einfach insgesamt, welches Merkmal hat die Pflanze, wo ich sagen kann, aha, daran erkenne ich sie, weil es gibt ja oft Pflanzen, die sich ziemlich ähnlich aussehen, dann aber einfach nur das Blatt eine andere Form und Größe hat oder auch wirklich ziemlich gleich aussehen, wo man das dann kaum ausmachen kann. Auch diese Notizen kann man sich in das Kräuterbuch der Schatten hineinschreiben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Sammeln. Das tut man mit der Sichel oder eben halt mit dem weißen Dolch, Boline. Bis dann, tschüss.